Spitzenklassiger Humor. Gefahr auf Tumor. Glaub mir, nur ich gaukel dir was vor. Der Vorgaukler. Yo, was geht? Euer Vorgaukler hier. Ich hab auf Facebook. Da bin ich auf etwas gestoßen auf Facebook. Und wollte es mit euch unbedingt teilen. Es ist richtig. Es haut wirklich rein. Schauen wir uns das mal an. Diese Kopftuchfrauenschlägerei hat mir so gefallen, dass ich mit der Schlägerei von Kollege und Bushido das analysieren muss. Irgendwie muss ich hier ansehen und analysieren und schauen, was da falsch gelaufen ist bei den deutschen Milchbubis. Wie wir in diesem Video sehen, da haben sich so einige Frauen die Birnen eingeschlagen. So richtig. Es zeigt auch, dass sie richtige Eier haben. Richtig fette Eier. Sogar deren Kinder sind noch dazugekommen und haben da auch mitgekämpft. Seht euch das mal an. Seht euch den Jungen da an, wie hart er rangeht an dieser Frau. Da wird an den Kopftuch rangezogen, wie die hier. Das gibt ja nicht, das ist nicht mehr normal. Ich kenne die Hintergründe nicht von dem Video. Aber es haut rein. Es haut wirklich rein. Ich will auch nicht Gerüchte in die Welt setzen und sagen, dass jeder Einzelne mindestens 10 Red Bull Dosen hatte. Aber das sieht so aus, Leute. Schaut euch das mal an. Diese Massenschlägerei. Wie auch immer. Schauen wir uns das jetzt in München an. Da geht auch so einiges ab. Da sind die Harten und da ist das andere Ufer. Und da befinden sich die Deutschen derzeit. Und da befinden sich die Harten, Leute. Und ich bin mittendrin. Das gibt ja nicht. Gleichen wir das jetzt mit Bushido und Kollege. Sucht hier nur Kollege nach Bushido, der sich im Zelt versteckt. Aber die Kinder im Video sind von überall gekommen. Die haben sich mit irgendwas beschäftigt und so. Wie ihr seht, gesehen habt vorher. Die, wo die in München nur wie F*** haben, sind die ganzen Mengen da und auf ein Wunder gewartet haben. Ich frage mich, was für ein Wunder. Wenn Bushido 10 Meter entfernt wäre von mir, wäre ich hingelaufen wie ein F*** und würde mit ihm reden. Wie ein F***. Aber ich habe keine Probleme mit ihm. Und mit keinem anderen auch, aber die Leute gehen mir schon am F***. Ich werde bald was machen, die nächsten Tage. Seid gespannt, abonniert. Jetzt kommt eine fette Ansage an. Die ganzen Rap News da, Alter. Die ganzen F***. Nee, was soll das? Ist das euer Ernst? Rap News wie Habli Blublu. Wie kann man so heißen, verflucht? Reportagen. Red Check. BRNA. J. Wer noch? Und so weiter. Die versuchen noch wie Schwan auf neutral zu tun. Kommt, Leute. Was soll der Sch? Ihr solltet mal aufhören. Ihr seid nervig. Aber liebe Grüße gehen an Rap Update.